So, da wären wir wieder. Aber ich habe ganz vergessen zu schlafen. Ich habe halt nur kurz abgespeichert. Die Fackeln habe ich übrigens weggenommen, denn wenn wir die Fackel in der Hand hätten, während wir schlafen, würde die ganz schnell verbraucht werden. Auch wenn die Fackeln nicht so wirklich notwendig sind, denn wir werden ja recht schnell die ersten Lichtzauber lernen und dann brauchen wir die Fackeln gar nicht mehr. Aber das war so eingemeißelt in mich, irgendwie weiß ich nicht. Na gut, eine kleine Sache hätte ich noch. Ich hatte am Anfang erzählt gehabt, dass die Klassen verschiedene Boni bringen beim Level Up. Da habe ich mich jetzt mal ein bisschen reingelesen und will euch jetzt genau sagen, was die Klassen machen. Also, die Kriegerklasse erhöht Stärke und Dexterity beim Aufstieg und Lebenspunkte und Stamina. Lebenspunkte und Stamina erhöht übrigens jede Klasse, vollkommen egal welche. Der Ninja erhöht genauso wie der Krieger auch Stärke und Dexterity. Das heißt, wenn man einen guten Nahkämpfer haben will, sollte er beides sein. Der Priester erhöht Mana, Wisdom und Anti-Magic und der Zauberer erhöht nur Mana und Wisdom. Das heißt, wir haben zum Beispiel nichts, was magisches Feuer erhöht. Das heißt, wir sollten uns eigentlich, wenn wir Power Gamer wären, was ich momentan hier nicht bin, am Anfang Charaktere aussuchen, die möglichst hoch Anti-Fire haben. Und ich werde jetzt versuchen, hier unten mitzusteuern. Also bisher habe ich es ja mit dem Keyboard gemacht, das geht relativ schnell. Aber ich habe mir sagen lassen, dass man das nicht so gut verfolgen kann. Also werde ich jetzt immer hier so die Bewegung machen. Dadurch ist es zwar nicht ganz so flüssig, aber für euch dürfte es dann leichter zu verfolgen sein. So, hier hatten wir schon alles abgegrast. Dö. Hier haben wir eine verschlossene Tür. Haben wir einen Schlüssel? Mal gucken, ob der passt. Ich höre Schritte. So ein Vieh. Er steht rechts. Ah, genau, das andere rechts. Tritt du Schrein an und du würdest auch daneben werfen. Nee, jetzt kannst du. Warum läufst du? Ah, doofer Pilz. Ein Pilz, der vor einer Abenteurergruppe wegläuft, das ist ja auch komisch. So, hat irgendjemand Hunger? Ja. Und wo ist die Keule? Genau, die braucht unser Set wieder. Denn wir haben ja noch kein zweites Schwert für ihn. Wuchs mir. Alle ruft da. Die Mumie ist jetzt auch weggelaufen. Ist das Spiel irgendwie buggy? Oder es kann auch sein, dass diese neue Version, die ich hier installiert habe, dazu führt, dass die KI in Anführungszeichen verbessert wurde. Das heißt, wenn sie wenig Lebenspunkte haben, weglaufen. Aber es wäre ein bisschen doof. Naja, kann man nichts machen. Also, Gosmog hat schon mal ein Kriegerlevel bekommen, das ist gut. Nein, wir wollen nicht den Pilz angucken. Und seine Stärke und Dexterity, wie gesagt, haben sich um einen Punkt erhöht. Schön, schön. Er ist ein Novizenkämpfer und Gosmog ist ein Novizenkämpfer. Okay, also war Zed nicht wirklich der beste Kämpfer von vornherein. Er war ein besserer Ninja, als er ein Kämpfer war, aber trägt ein Kettenhemd. Das ist ein komischer Ninja. Oh, mehr Druckplattenrätsel. Aber ich glaube, das käme noch von früher. Da darf man jetzt nicht auf die Druckplatte treten, sonst geht die Tür wieder zu. Drehe ich mich überhaupt richtig? Ah, genau, da ist die Druckplatte, da ist die Tür. Und ein Hebel. Tür ist immer noch zu. Noch ein Hebel, okay. Das war kein wirklich schweres Rätsel. Wir haben keine Schlüssel mehr, so kommen wir da nicht weiter. Das heißt, jetzt schön Augen offen halten nach einem silbernen Schlüssel, wahrscheinlich irgendwo auf dem Boden. Ich sehe keinen. Ne. Oh, Teleporter. Um die Fallgrube zu schließen, hinterlasse ein wertvolles Objekt auf dem Boden.
Wir probieren es erstmal mit einem nicht so wertvollen Objekt, nämlich einem Stück Pilz. Das hat wohl gereicht. Oh, da haben wir auch einen Schlüssel. Den sacken wir ein. Hallo? Und da ist unser Pilz. Na, toll. Oh. Ah ja, dafür ist Stärke übrigens auch da. Je stärker ein Charakter ist, desto weiter kann er Gegenstände werfen. Weil Setzlappe konnte bis zum Teleporter werfen. Navi eben gerade kam nur bis zu dem Feld hier. Aber ja, der Teleporter kommt einfach nur hierher. Sobald hier was liegt, ist dann hier die Fallgrube zugegangen. Ha, eigentlich hätten wir mal testweise in die Fallgrube runterspringen sollen. Denn das führt uns ja, wie gesagt, in eine andere Ebene. Und vielleicht kommt man so in Gebiete rein, die man normalerweise nicht sehen würde. Denn welcher Newbie in Anführungszeichen springt schon absichtlich in Fallgruben rein, ne? Oh, Mumie. Na komm her. Mumien. Kriegen ja gut an auf den Deckel. Nabi ist links, Nabi kann werfen. Du wirf auch. Noch mehr. Oh, ist alles Training, denn wir kriegen mehr Erfahrungspunkte, wenn wir auch wirklich gegen Gegner kämpfen. Theoretisch könnten wir uns ja sonst einfach an eine Wand stellen und drauf einprügeln. Den kriegen wir nur die Hälfte der Erfahrungspunkte. Ja, Zed kriegt einen Krieger dafür. Sag ich ja. Ah, ja, Lebenspunkte gehen langsam ein bisschen runter. Wir haben leider noch keine Glasflasche, sonst könnte ich Heiltränke machen. Oh, und er ist verletzt. Verletzt ist nicht gut, dann gehen wir nämlich langsamer und er kämpft, glaube ich, auch schlechter. Ah, eine Goldmünze. Und hier weiß ich auch schon, wofür die Münzen da sind, im Gegensatz zu Anvil of Dawn. Da haben wir bisher nur die Perlen gebraucht und nicht die Münzen. Denn hier gibt es überall Schlösser, die mit Münzen funktionieren. Und das ist teilweise auch recht knapp. Also man hat gar nicht genug Münzen für alle Schlösser. Komm, doofer Pilz, du wirf. Ja, ich versuche halt mit der hinteren Reihe ein bisschen die Wurffertigkeiten zu erhöhen, weil das sind ja Ninja-Level. Und dadurch kriegen dann die Zauberer auch ein paar Lebenspunkte. Denn es ist sehr wichtig, dass alle Mitglieder der Gruppe schön viele Lebenspunkte haben für später. Wenn dann überall Feuerbälle rumfliegen, die allen Schaden zufügen, ist es sonst ziemlich ärgerlich, wenn alle 5 Minuten Zauberer umkippt. So, hier haben wir noch einen Teleporter und eine Truhe dahinter. Gucken wir mal, was passiert. Wir werden einfach hierher zurück teleportiert. Ah, das ist ja keine garstige Falle. Niemand soll vorbeikommen. Also, das ist eigentlich der Spruch, den Gandalf in der englischen Version von Herr der Ringe sagt. Können wir das kaputt machen? Also. Secret Area. Not so hidden treasure. Also verstecktes Gebiet, aber ein nicht so versteckter Schatz. Ja, weil wir die Kiste ja gesehen haben von der anderen Seite aus. Diese Nachricht ist übrigens auch neu. Daran kann ich mich im Originalspiel nicht erinnern. So, was haben wir da drin? Ah, oh, Tränke. Und jede Menge Platz für Essen. Das Inventar ist hier halt nicht so fortschrittlich in Anführungszeichen wie bei Anvil of Dawn, aber ich finde es dadurch wesentlich übersichtlicher. So, was haben wir hier? Genau. Trinke diese Tränke, um magischen Schutz zu erlangen. Okay. Probieren wir mal, ob wir das auch ins Zauberbuch kopieren können. Wer hat das Buch? Du. Das war der richtige, oder? Ja. Nee, leider nicht. Oh, was war das denn? Invoke Full für eine magische Fackel. Gut, das ist dann Full. Haben wir hier noch was? Nee, das ist nur die Erklärung für das Zauberbuch und das sind die ersten Runen gewesen. Das heißt, die 4 Schriftrollen hier können eigentlich weg. Sonst wird das nachher ein zu großes Chaos im Inventar. So, das heißt, wir können jetzt schon anfangen mit Zauberer-Leveln skillen. Das heißt, wir machen immer nur die einfachste Rune und Fool, damit es heller wird. Und dann können wir theoretisch jetzt einfach schlafen und das Ganze wiederholen. Ah, er hat es nicht geschafft. Dabei ist er doch eigentlich unser Magier, oder?
Nee, er ist Priester. Warum hat er dann so eine komische Robe an? Und er hat einen Bart. Nur Zauberer haben einen großen Bart. Oh, er hat auch einen Bart. Na gut, so viel dazu. Was hier auch neu ist, wenn man zu oft den Fackelzauberspruch spricht, wird es viel zu hell. Also, als wenn man das Gamma auf Maximum stellen würde. Das war im Originalspiel nicht. Dadurch wollen sie halt verhindern, dass man es durchgehend spammt. Wo ist unser Schwert geblieben? Na gut, prügeln wir den Pilz tot. Komm schon, stirb, stirb. Ha, mit bloßen Händen haben wir ihn erlegt. So, trotzdem würde ich gern wissen, wo das Schwert geblieben ist. Da. Ich habe mich jetzt schon verirrt. Also halbwegs. Und das Zauberbuch soll nicht dahin. Oh, im Inventar geht der Kampf auch weiter. Das erinnert mich jetzt so ein klein bisschen an ein anderes Spiel, das ich vor kurzem gespielt habe, wo das im Inventar mal weiterging und ich deswegen gestorben bin. Ah, na gut. Komm, schlag den nieder. Ja, wie ihr sehen könnt, Essen ist nicht wirklich ein Problem jetzt. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass am Anfang so viele Pilze waren. Aber das können sie ja auch geändert haben. Dieser Brunnen akzeptiert einen Wunsch. Ja, einen Wunsch kriegen wir für eine Münze. Oh, die Pfeile nicht vergessen. Denn später kann man noch einen Bogen finden. Da sollte man ein paar Pfeile für haben. Also man kann die Pfeile auch so werfen, aber dann machen sie nicht ganz so viel Schaden. Oh, ein Schwert. Schöne Sache. Wie kommen wir daran? Da auch eine Münze reinwerfen vielleicht. Gosmog ist doch nicht so der beste Kämpfer. Kriegt recht schnell auf den Deckel. Ihr schreit mal rum. Nicht weglaufen. Oh, das sind ganz schön viele. Also ja, die haben definitiv hier ein bisschen die Spawnrate erhöht. Oder die Pilze einfach so reingesetzt. Aber wir wollen nicht meckern. Das sind alles Kriegerlevel, die wir sehr gut brauchen können. Natürlich könnten wir das Schwert da wesentlich besser brauchen als irgendwelche Kriegerlevel momentan, aber na gut. Na komm schon. Ich sollte auch nicht immer Parry drücken, das macht nicht viel Schaden. Aber es bringt mehr Erfahrungspunkte. Deswegen bin ich da leicht zwiegespalten. Also ja, wirklich jede Fähigkeit, die man benutzen kann, sogar Seile benutzen, um Löcher runterzuklettern, bringt Erfahrungspunkte. Also das Runterklettern ist halt für Ninja-Level, die natürlich für die Kämpfer-Level. Das Anschreien ist dann auch wieder ein Kämpfer-Level, glaube ich. Treten Ninja. Und also wirklich alles, was man macht, hat irgendeinen Effekt auf die Charakterklassen. Na, komm. Ich will versuchen, das Schwert halt zu bekommen. Wir sollten unbedingt gleich schlafen. Sonst haben wir den ersten Toten und müssen wieder ganz zurücklaufen zu dem Altar zum Wiederbeleben. Da habe ich nicht so Lust drauf. Zumal ich nicht wirklich weiß, wo der war von hier aus. Oh, wir werden von zwei Seiten angegriffen. Das war jetzt sehr schlau. Oh, er kann neue Angriffsfähigkeit benutzen. Chop. Das macht viel Schaden und auch viel Erfahrungspunkte. Sauber. So, du hast keinen Platz mehr für Essen. Dann kommt alles zu dir. Das kommt zu ihm. Das kommt zu dir. Ich müsste eigentlich immer noch ein Pfeil rumliegen. Nö. Dafür haben wir hier mehr Pilze. Jetzt schlafen wir aber mit dem Rücken zur Wand, was eigentlich nicht die beste Idee ist. Und die Fackel kann ruhig ausgehen. Dann kann ich jetzt mal zeigen. Müsste eigentlich gleich aus sein. Außer sie haben auch das gepatcht, aber das fände ich ganz schön lächerlich und wäre unrealistisch. Ah, na also, geht langsam aus. So, das essen wir doch gleich mal auf, bevor einer hungrig wird.
Wobei, wenn man so lange schläft wie eben gerade, dann geht das schon gut runter mit Essen und Trinken. Wobei Trinken jetzt noch kein Problem ist, weil überall Brunnen sind. Aber das ändert sich später auch noch. Da ist dann so ein Wasserschlauch wie der hier ganz praktisch, die man auch auffüllen muss. Da passen nur zwei, drei Schluck rein. So, ich hätte jetzt gerne noch Pilze natürlich. Aber eigentlich hätte ich gerne den Pfeil noch, den wir haben, irgendwo liegen lassen. Und das Schwert, genau da drin, da kommen wir aber nicht ran. Ah, da ist der Pfeil. Also wir können versuchen, hier eine Münze reinzuschmeißen, wenn wir eine finden. Oder wir behalten einfach im Auge, dass wir ungefähr in der Richtung einen Hintereingang zu dem Bereich da finden. Oder der Schalter öffnet die Tür einfach. Das wäre natürlich noch einfacher. Ja. So. Jetzt kriegt er das Schwert hier. Das heißt, sobald ich die Keule werfe, taucht hier das Schwert auf, sobald er wieder angreifen kann. Was dann guter Extraschaden ist. Denn die Gegner sind erstmal ein bisschen weiter weg. Dann wirft man die Keulen, wirft man die Ninja-Sterne. Dann ist der Gegner nah dran. Und sobald er dran ist, ist man schon wieder bereit zuzuschlagen. Das ist dann ganz praktisch. Man muss nur halt immer Anschluss mit den ganzen Keulen wieder aufsammeln, aber das ist ja nun nicht so wirklich das Problem. So, wir können neues Licht machen. Ganz viel Licht. Viel zu viel Licht. Nö, nicht wirklich. Irgendwie wird das nicht so hell, wie ich es in Erinnerung hatte. Na gut. Die Fackel kann jetzt auch weg. So, hier waren die ganzen Pilze vorhin gewesen. Eine Tür. Also bisher haben wir nur einen Weg, den wir gehen können. Hier lang, richtig? Oder habe ich irgendwas übersehen? Ist immer gut, wenn man noch nicht so die Entscheidungsauswahl hat am Anfang. Zumal ich noch nicht angefangen habe, eine ordentliche Karte zu zeichnen. Er kann auch schon Job, das ist sehr gut. Oh, ein Schild. Das nehmen wir doch mal mit und kriegt. Ja. Z ist links. Also kannst du werfen. Nabi ist auch links, kann auch werfen. Ah, Ninja-Level, schön, schön. Nochmal werfen und sterben. Er packt sie nicht automatisch in den. Doch, tut er. Nur nicht automatisch in die Hand. Das ist komisch. Was jetzt noch ganz praktisch wäre, wenn wir einen Heiltrank finden würden, beziehungsweise das Rezept für einen Heiltrank. Denn unser Gosmog hier ist ja immer noch verletzt. Ninja-Mumie. Und schon habe ich zumindest die Orientierung verloren. Hier sind wir nicht hergekommen, oder? Nee, an so einen langen Gang würde ich mich erinnern. Und an eine Schatztruhe auf dem Boden auch. So, was haben wir denn hier drin? Jede Menge Fleisch. Ein so ein Einfrierwürfel, der kommt zu Elijah. Dieser Zauberspruch wird einen Giftzauber beschwören. Uax. Schwert in die Hand, in der Kiste jemanden erschlagen, wäre komisch. So, also Giftzauber. Giftzauber wäre also einmal den Grat auswählen, dann den hier und dann das da. Das heißt, das, das, das. Ah, brauchen wir Übung für. Aber wir können. Und das, was ihr gerade gesehen habt, diese kleine Wolke da. Es gibt auch eine andere Version von dem Zauber. Das ist eine richtige Giftwolke. Wenn die irgendwo aufschlägt, bleibt die da und macht durchgehend Schaden den Kreaturen, die da drin ist. Wenn man dann sich da vorstellt, dass man quasi den Weg nach vorne blockiert, kriegen die durchgehend Schaden und man kann auf sie einprügeln. Das ist eine ganz gute Taktik. Vor allem gegen Steinmonster, die es später noch gibt. Die sind echt zäh. So, jetzt schlafen wir erstmal eine Runde, um das Mana wieder zu bekommen und die Lebenspunkte.
und ich sollte gleich mal wieder abspeichern. So, das reicht. Und speichern. Wie rum war das jetzt? Genau so. LP002.